Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Mit dieser alten Verheißung des Propheten Sacharja grüßen wir Sie herzlich zum Pfingstgottesdienst. Gottes Geistkraft ist, wenn sie wirkt, stärker als alle Waffen und Mächte dieser Welt. Sie schenkt Energie, gegenseitiges Verständnis, sie öffnet Türen und weckt Glauben. Pfingsten ist das nachhaltigste Fest der Christenheit. Wir feiern heute den Geburtstag der Kirche. So sind wir auch vor den Bildschirmen, zusammen im Namen Gottes. Gott ist die Fülle unseres Lebens. Jesus Christus leuchtet uns auf dem Weg und Gottes Geistkraft begleitet uns und macht uns Mut. Amen. Beten wir mit Worten aus Psalm 118. Gott, namenlos wird unsere Freude sein über den Tag, den du machst. Denn geistverlassen und leer sind die Tage, die wir mit nichtigen Plänen füllen. Namenlos wird unsere Freude sein, wenn du, wie ein Blitz oder sanft, unsere trüben Tage erleuchtest. Denn geschäftig und geistlos ziehen wir vorbei an den sichtbaren Zeichen der Hoffnung. Namenlos wird unsere Freude sein, wenn du wieder mit deinem Brausen das alte Haus der Kirche besuchst und uns mit neuer Sprache begabst und unsere kalten Herzen entzündest wie Fackeln am Abend vor der Revolte. Beschere uns Fantasie für den Menschen und die fantastische Gabe, deine Schöpfung zu schützen vor dem Terror und Schmutz unserer Habgier. Kommst du endlich, wollen wir ein Fest anrichten, das selbst aus versteinerten Metropolen unser Gesang für das Leben zu hören ist. Komm, Heiliger Geist, damit die Liebe wiedergeboren wird und unser Leben erleuchtet. Amen. Lass uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns mit deinem guten Geist beschenkt und du willst uns verändern durch diese Geistkraft. So brauchen wir deinen Atem, deine Kraft und dein Feuer. So gib uns Hoffnung und Mut für uns selbst und deine ganze Welt. Hilf deiner Kirche, damit man die deinen erkennt an ihrer Liebe, an ihrer Zuversicht und der Freude, die aus den Quellen deines Geistes kommt.
jetzt und Tag um Tag bis in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Pfingstgeschichte nach der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die wir wohnten in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden, Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Menschen und alle, die ihr mit in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, so ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes. So wisse nun, dass das ganze Haus Israel gewiss sei, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Evangelium unseres Herrn. Predigt ist eine Geschichte aus dem 1. Buch Mose im 11. Kapitel. Der Turmbau zu Babel. Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache mit ein und denselben Wörtern.
Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Shinear. Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander, kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Die Lehmziegel wollten sie als Baustein verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte, sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel. Das heißt Durcheinander. Denn dort hatte der Herr die Sprachen der Menschen durcheinander gebracht. Und von dort hatte sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. Liebe Gemeinde zu Hause, die Geschichte vom Turmbau zu Babel steht ziemlich am Anfang der Bibel. Schöpfungsgeschichte, Adam und Eva, Kain und Abel, Noah und die Sintflut, dazwischen ein paar Namenstabellen und dann im 11. Kapitel der Bibel die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Oder sollte man nicht besser sagen, der Bericht von der Zerstörung eines Turms und der Entstehung der verschiedenen Sprachen? Bis dahin geht die sogenannte Urgeschichte. Die Sprachverwirrung gehört also genauso wie der Sündenfall im Paradies und wie die Sintflut, die nur Noah mit seiner Familie überlebte, zu den Grundlagen der Menschheitsgeschichte in der Bibel. Danach geht mit Abraham die Geschichte des Volkes Gottes los, der mit Isaak und Jakob zu den Vätern Israels gehört. In diesem Volk wächst auch Jesus Christus auf, den wir als Sohn Gottes bekennen. Abraham hat vielleicht noch so einen Turm gesehen, wie er in unserer Geschichte beschrieben wird. Abraham wuchs auf in Ur in Chaldäa. Das war im Norden des Zweistromlandes, dort, wo heute der Irak ist. An vielen Orten dieser Landschaft befanden sich große Türme wie dieser. Man nannte sie Ziggurat. Das bedeutete hochaufragend. Das war so etwas wie ein Himmelshügel oder Götterberg. Dieser hier ist rekonstruiert nach alten Ausgrabungen. Einen ähnlichen Turm gab es auch in Babylon, wie man später die Stadt Babel nannte. Das war die Metropole des Zweistromlandes Mesopotamien. Dort fand sich ein Turm, den man Etemenanki nannte. Hier sehen wir, wie er wohl ausgesehen haben kann. Etemenanki heißt Haus der Fundamente von Himmel und Erde. Das erinnert schon daran, wie in unserer Bibel von dem Turm zu Babel gesprochen wird. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Etemenanki war ähnlich gestaltet wie eine Pyramide. Die Kantenlänge der Grundfläche und seine Höhe betrugen 90 Meter. Für damals war das hoch. Heute ist schon die Dortmunder Rainoldi-Kirche mit 104 Metern höher als der Turm zu Babel. Warum bauen die Leute hohe Türme? In unserer Geschichte steht, weil sie sich einen Namen machen wollen. Und Gott ahnte, in Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Vielleicht schwingt in der biblischen Geschichte von der Zerstörung des Turmes auch die Erfahrung mit, dass Etemenanki bald durch einen fremden König zerstört wurde. Auch heute sieht man nur noch die Fundamente. Die Berichte von der Zerstörung haben sich verbreitet.
Auch damals gab es Reisen und Handel über Grenzen hinweg und Informationen gehörten dazu. Das Volk Gottes, das in der Heiligen Schrift seinen Glauben aufbewahrt hat, konnte nur davon ausgehen, dass das Gottes Werk war. Und die Verwirrung der Sprachen wurde als gerechte Strafe empfunden. Auch sie konnten ja nicht mehr die Sprache ihres Urvaters Abraham verstehen, die der in seiner alten Heimat Babylonien kennengelernt hatte. Und vielleicht hatten sie ja auch von der alten Geschichte gehört, im Land des eingefallenen Turmes erzählte man sich nämlich eine besondere Erzählung. Enmerkar und der Herr von Aratta. Dort wird berichtet, wie Menschen ihren Übermut bei großen Bauten damit bezahlen mussten, dass sie sich nicht mehr verstanden. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel hat auch die Christenheit immer bewegt. Hier ein altes Bild von Pieter Bruegel. Gott weist die Menschen in ihre Schranken. Er nimmt ihnen nicht mehr ihr Leben, das hat er nach der Sintflut versprochen. Aber er setzt ihnen Grenzen. Damals wollten sie sich einen Namen machen. Sie wollten berühmt werden. Doch Ruhm gebührt nur dem einen Namen, dem unaussprechlichen Namen Gottes. Pieter Bruegel, der dieses Bild 1563 malte, knüpft damit vielleicht an spiralförmige Ziggurat an. Daran erinnert auch die große Moschee von Samara, die hier zu sehen ist. Der Turm zu Babel war zerstört. Was blieb, war die babylonische Sprachverwirrung. So scheint es bis heute. Aber wer sich an die Lesung zu Beginn des Gottesdienstes erinnert, der hat vielleicht im Ohr, dass Menschen sich auf einmal verstanden haben. Menschen aus Phrygien und Pamphylien, aus Kreta und Arabien und aus vielen anderen Ländern haben auf einmal gehört, was Petrus ihnen in seiner Sprache von Jesus Christus erzählte. Das war zu Pfingsten. Damals war das ein Erntedankfest, 7 Wochen nach dem Passafest und damit 7 Wochen nach der Auferstehung Jesu, genauso wie wir es heute feiern. Petrus und die anderen Apostel wurden vom Heiligen Geist berührt. Hier in einem Kirchenfenster aus der Schweiz wird das symbolisiert durch eine Taube. Feuerflammen erschienen über ihnen. Man könnte sagen, sie waren Feuer und Flamme für ihren Glauben. Sie begannen damit, den Auftrag Jesu zu befolgen. Sie erzählten von der frohen Botschaft, die Jesus gebracht hatte. Und sie feierten damit gleichzeitig den Geburtstag der Kirche, denn sehr viele Menschen ließen sich danach taufen. Doch haben wir heute wirklich unsere Sprachverwirrung überwunden? Bei großen Konferenzen wird simultan übersetzt. Wir haben unsere Möglichkeiten gefunden, die Sprachgrenzen zu überwinden. Aber sprechen wir nicht auch mit Übersetzung oft aneinander vorbei? Und meistens sogar dann, wenn wir die gleiche Sprache sprechen. Eine Lösung zeigt der Apostel Paulus. Er spricht im 1. Korintherbrief am Anfang des 13. Kapitels diese Worte. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Für mich heißt das, ohne Liebe ist alles viel Lärm um nichts. Denn nur mit der Sprache der Liebe kann ich mich mit anderen verstehen. Und diese Liebe lerne ich bei Jesus Christus, der zu Pfingsten den Heiligen Geist als Beistand und Begeisterer den Menschen gegeben hat. Es könnte alles so einfach sein, aber trotzdem wollen Menschen immer wieder hoch hinaus. Nun soll in Dubai erneut ein Mega-Bauwerk errichtet werden. Es trägt den Namen Ziggurat,
genauso wie die alten Stufenpyramiden im Zweistromland als Ziggurat bezeichnet wurden. Ungeheure Ausmaße wird das haben, aber es soll eine besondere Eigenschaft haben: CO2-neutral. Ein babylonischer Turm für die Umwelt und eine direkte Anknüpfung an die alten Mythen und Geschichten aus den Heiligen Schriften. Aber die Warnung vor Überheblichkeit, die in diesen Geschichten steckt, geht auch uns an. Hier sehen wir eine Einladungskarte zum dritten ökumenischen Kirchentag in Frankfurt. Die riesigen Türme des Bankenviertels dominieren den Blick über den Main. Der alte Kaiserdom kann noch einen kleinen Kontrapunkt setzen, aber der Turm der Paulskirche, in der unsere Demokratie versuchte, laufen zu lernen, ist kaum noch auszumachen. Was sagte der Herr in der Turmbaugeschichte? Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Bitten wir den Heiligen Geist darum, dass er uns die Sprache der Liebe lehrt. Über sie sagt der Apostel Paulus diese Worte: Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Amen. Wir wollen beten. Wir bitten dich, Gott, um deinen guten Geist für Junge und Alte, für Gesunde und Kranke, für Fröhliche und Traurige, für Zuversichtliche und Verzweifelte, für Standfeste und Wankelmütige, für Reiche und Arme, für Behütete und Obdachlose, für Einheimische und Fremde, für uns alle, dass wir nicht aufhören, nach dir zu fragen, und die nicht aus dem Auge verlieren, die uns brauchen.
Wir bitten dich, Gott, um deinen guten Geist für alle, die in unserer Gesellschaft Verantwortung tragen, dass sie sich in ihren Entscheidungen an deinem Willen orientieren und tun, was dem Wohl der Menschen dient. Wir bitten dich, Gott, um deinen guten Geist für alle, die auf der Suche nach einem neuen Ziel sind und ihrem Leben eine andere Richtung geben wollen, dass sie sich nicht verirren, sondern den rechten Weg finden. Wir bitten dich, Gott, um deinen guten Geist für alle, die in unserer Kirche mitarbeiten, dass es ihnen gelingt, weiterzusagen und weiterzugeben, was dir wichtig ist. Deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Wie der Sturm so unaufhaltsam dringt in unser Leben ein. Nur wenn wir uns nicht schließen, können wir deine Kirche sein. Wir bitten dich, Gott, um deinen guten Geist für alle, die sich mit den bestehenden Zuständen nicht zufrieden geben wollen, für alle, die eintreten für Frieden und Freiheit, für alle, die sich einsetzen für den Schutz des Lebens und die Bewahrung der Schöpfung, dass sie sich nicht entmutigen lassen in ihrem Kampf für eine gerechte und lebenswerte Welt. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt. Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den anderen liebt. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir um Gottes Segen. Gott segne uns und behüte uns. Blick uns freundlich an und sei uns gnädig. Gott sei uns nah und schenke uns deinen Frieden. Amen. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Werken. Unser Leben sei ein Fest, so wie heute an jedem Tag.